Was geht, Freunde von Marvel Snap? Willkommen zurück in meinem Kanal mit einem neuen Video zu Sabo. Sabo ist seit einigen Tagen in Marvel Snap angekommen. Ich habe mir natürlich wieder den Season Pass geholt. Das Einzige, was meiner Meinung nach finanziell in dem Spiel lohnt. Ich würde auch niemandem was anderes empfehlen da drin. Sei denn, ihr könnt es mit Gold bezahlen. Sabos Effekt ist really strong. Zumindest wollen euch das einige YouTuber glauben machen. Und im Grundwesentlichen, wenn man diesen Effekt liest, stimmt das auch. Aber er wird immer sehr schnell mit Sarah verglichen. Und Sarah sorgt dafür, sie ist zwar eine Fünferkarte, aber sie sorgt dafür, dass alle eure Karten ein weniger kosten. Und das ist halt ein sehr mächtiger Effekt. Hier gibt es aber eine starke Einschränkung. Und zwar sind nur die Viererkarten reduziert. Der Effekt sagt, Viererkostenkarten kosten zwei weniger, Minimum eins. Also sie können nicht weniger als eins kosten. So, jetzt ist aber ein Problem, wenn ihr Sabo nicht habt, könnt ihr halt davor und danach halt nicht wirklich viel Mächtiges spielen. Deswegen, ich habe meiner Meinung nach ein Deck gefunden, dieses hier, was wirklich gut funktioniert. Ich habe mir von Anfang an gesagt, es macht schon Sinn, den Sunspot da drin zu spielen, weil er kann halt, wenn er in den richtigen Moment überbrückt, und wir sehen hier, wir gehen direkt von 1 Kosten auf 3 Kosten, das heißt, er wird safe, wenn er auf Starthand ist, schon mal plus 1, manchmal sogar plus 3 bekommen. So, wenn ihr Sabo nämlich nicht zieht, dann wird es nämlich schwieriger, weil dann überspringt ihr sozusagen Runde 3, weil sonst haben wir ja hier nur Storm, und geht direkt in Runde 4 und da könnt ihr halt auch nur eine Karte spielen. In Runde 5 solltet ihr dann den Devil-Saurier auf der Hand haben. Wenn nicht, sieht schon wieder schlecht aus, weil dann könnt ihr wieder nur eine Viererkarte spielen. Und das ist das Riesenproblem bei Sabo. Also an sich eine coole Karte, nur man muss bei Snap immer gucken, es sollte immer eine, und ich gebe da mal ein Beispiel, zum Beispiel Ongoing, man sollte immer mehrere Win-Conditions haben. Und das ist bei Sabo einfach nicht gegeben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein Ongoing-Deck gucke, ich kann theoretisch mit diesem, ja, ich sag mal, sehr gut gerampten Deck auch ohne die Sechserkarten am Ende gewinnen. Ich kann halt mit Mojo oder Ant-Man halt zwei Bases besetzen und im Bestfalle, wenn sie voll sind, einen unglaublichen Powerboost kriegen. Ich kann mit Mr. Fantastic noch eine dritte Basis gewinnen und kann trotzdem mit Warpath immer noch seine neuen ATK für oder seine neuen Power für 4 Kosten ausnutzen. Ich kann mit einem Professor X trotzdem noch einen Standort gewinnen, obwohl da einfach nichts lag. Und ansonsten, selbst wenn ich mit einem Sechser, wenn ich Spectrum ziehe, kann ich alle meine Karten verstärken und mit Destroyer einfach einen anderen komplett alleine erobern. Das geht halt bei Sabo unglaublich schwer und deswegen sehe ich den halt nicht so optimal. Dieses Deck hier ist meiner Meinung nach aber eins, was gut klappen könnte, weil wir könnten hier mit Sunspot schon im Alleingang eine Sache erobern. Man muss natürlich nur aufpassen, Killmonger ist allgegenwärtig. Kann easy den killen, manchmal trifft man sogar auf eine Elektra. Und wenn ihr Sabo nicht habt, könntet ihr mit einer Storm halt den Platz trotzdem erobern, aber es kann wie gesagt ein Killmonger kommen, der alle Einerkarten zerstört. Auch Jubilee ist eine nützliche Option, um vielleicht einer der dickeren Karten aus dem Deck noch zu holen. Und ansonsten ist natürlich die Standard-Kombo Storm und eine Jessica Jones in der nächsten Runde hinterher. Wir haben hier eine Enchantress drin, um Sabu, Sarah oder andere Ongoing-Effekte zu killen oder auch den Devil Dinosaur. Solltet ihr allerdings Sabu haben, dann wird's lustig. Runde 3 Sabu, könnt ihr in Runde 4 schon mal zwei Viererkarten spielen, bieten sich natürlich Jessica Jones oder Moon Girl an. Ihr könnt aber auch Moon Girl spielen in einer Runde und, keine Ahnung, haut eine White Queen hinterher oder irgendwas anderes. Und habt dann nochmal doppelt so viele Viererkarten auf der Hand und könnt dann in der nächsten Runde nochmal zwei Viererkarten spielen. Das ist ein Deck, was sehr gut klappen kann. Ich sag ja, Runde 3 Sabu, Runde 4 am besten White Queen und ich sag mal Moon Girl. Verdoppelt eure Handkarten. Natürlich erst White Queen, dann Moon Girl, um nochmal eine Karte mehr zu bekommen. Runde 5 Devil Dinosaur. Und entweder, wenn der Devil Dinosaur verdoppelt wurde, nehmt ihr den nochmal oder haut einen American Chavez hinterher. Das sind eigentlich die Win-Condition. Aber wir quatschen viel zu lange. Machen wir mal ein paar Spiele.
So, hier haben wir zum Beispiel eine Hand, die nicht so optimal ist, weil wir kriegen jetzt plus 2 Energie, aber wenn wir, ja, ich würde gerade sagen, Sunspot nicht ziehen, bringt uns das gar nichts. Jetzt müssen wir darauf hoffen, dass der Gegner nicht so solide spielt. Er spielt auf jeden Fall ein Drop-Deck, so wie es aussieht. Was oft auch falsch eingesetzt wird, finde ich, ist der Shang-Chi, der irgendwann kurz vorher gespielt wird. Ich finde, Shang-Chi ist eine gute Möglichkeit, um den Gegner am Ende nochmal die Option zu nehmen, wenn er sich in einer Position sicher fühlt, weil er da sehr starke Karten liegen hat. Und man einfach snappt und der Gegner sich denkt, hey, warum snappt er jetzt? Und dann ein Shang-Chi auf diese Base und man hat auf einmal gewonnen. Das wird halt häufig nicht beachtet. Oh, super. So, Runde 3, Sabu. Ach, schade. Aber wir können trotzdem hier unsere Storm hinhauen. Dann hauen wir hier noch Moon Girl hin, zur Sicherheit. Wenn wir Glück haben, wird jetzt unser Devil Dinosaur auch verdoppelt. Wunderbar. Runde 5, Devil Dinosaur. Achso, Lady Sip. Ich glaube nicht, dass das von ihm in dieser Form geplant war. So, weil wir es können, haben wir hier auch nochmal den Devil Dinosaur hin und gucken. Maybe können wir es noch reißen. Also ich weiß nicht, irgendwie... Was war jetzt sein Plan? So, diese Runde könnte interessant werden, because wir haben direkt den Sabu auf Starthand. Ich hätte mir natürlich noch einen Sunspot dazu am liebsten gewünscht. Das wäre die perfekte Starthand in diesem Fall gewesen. So, wir können erstmal Force nix machen. So, Runde 3. Im Bestfalle macht er jetzt nichts. Okay. Ja, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dann hauen wir den hier hin. Zur Not haben wir noch einen extra Sabo auf Hand. Wir haben sogar Devil Dinosaur nochmal zusätzlich. Zweimal Jesse. Also eigentlich hat uns dieser Standort jetzt super geholfen. Denn wir können jetzt Runde 4. Zack, zack. So, dann spielen wir in der Mitte natürlich den Devil Dinosaur. Den kann er auch von mir aus sehen. Übrigens, das ist interessant gerade, dass ich euch das zeigen kann. Die Effekte von Wave haben keinen Einfluss auf die Effekte von Sabu. Das heißt, ja, kostet halt 4, geht nicht anders. Wir spielen den anderen hier hin und sollten theoretisch damit gewonnen haben. Gucken wir mal, was er noch raushauen kann. Ich weiß manchmal nicht, was meine Gegner planen. Also ihr seht, das war einmal die Situation, wenn ihr keinen Sabo habt. Das war jetzt die Situation, wenn ihr Sabo habt. Das hat euch einen soliden, oder hat mir in dem Fall einen soliden Bierer-Drop gegeben in der Runde 4. Wir hatten zweimal Jessica Jones. Wir haben durch Zufall auch Moon Girl. Eigentlich war mein Plan, Moon Girl und dann Jessica Jones einmal zu spielen. Aber so konnten wir zwei Jessica Jones und Moon Girl noch on top spielen. Haben damit zweimal Devil Dinosaur in Runde 5 und 6 gehabt. Und wie ihr seht, haben wir alle drei Standorte damit gewonnen. Ist also durchaus ein Deck, was halt was reißen kann. Nur erwartet davon nicht zu viel. Das waren jetzt zwei gute Situationen. Es kann auch schon mal nach hinten losgehen. Ich finde, es gibt deutlich solidere Decks. Deswegen
Wenn ihr wollt, dass ich euch noch ein bisschen mehr dort zeige und auch regelmäßig Marvel Snap Videos und vielleicht auch Streams mache, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da und am besten noch ein Abo on top. Ansonsten schaut auch gerne mal in die Shorts zu Animes rein. Würde mich freuen. Von meiner Seite aus war's das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit Marvel Snap.